Sonnenroter. Ah, da vorne. Oh. Sonnenroter. Wir sind die Sonnenrotation. Dum, dum. Hallo Genossinnen und Genossen. Genossinnen und Genossen. Ja, genau so. Was geht ab? Willkommen in der 36. Folge in unserem Space Engineers Let's Play Together. So, meine Lieben, ich bin heute mal mit einer kleineren Besatzung am Start und zugange hier in unserem Let's Play, nämlich mit dem Stable, dem Sony. Gude! Hi! Gude! Gude, 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 ja, der liebe Bimkills und der werte Psyker, die sind noch im Traumland und wohlgemerkt haben wir 18.42 Uhr. Schlafrhythmus des Todes. Und ja, hier ist unsere Base, da hatten wir letzte Folge aufgehört. Der Zorni und der Starblade oder ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall waren die Jungs ein bisschen fleißig gewesen. Ihr erinnert euch wohl an dieses Problem, welches wir gehabt hatten, dass wir nicht in den Asteroid reinbauen können. Warum, wieso, weshalb das so gewesen ist und was den Fehler behoben hatte, das kann uns jetzt mal der Zorni erklären. Und ich gehe mal einen an. Juhu. Juhu. Das Problem war eigentlich größtenteils, dass ich den Stationsstein gesetzt habe, ihn aber nicht in den Meteoriten reingesetzt habe. Und deswegen hat dann die Station irgendwie gedacht, der Meteorit ist ein Fremdkörper und das geht nicht. Und deswegen können wir den nicht reinbauen und aus dem Grund hat er auch uns irgendwie verwehrt, dass wir auch nur einen Millimeter von diesen Steinen in diesen Meteoriten reinbauen können. Mhm. Und dementsprechend musste ich den Stationsstein dann abbauen. Mhm. Leider konnte ich keinen neuen Stationsstein irgendwo neben dran setzen, damit er das dann sozusagen checkt, sondern die Base war immer noch sozusagen als Fremdkörper eingetragen hier und dann musste ich halt alles einmal komplett abreißen und nochmal neu hinsetzen und habe halt versucht, das so getreu wie möglich zu machen in irgendwie 3 Stunden oder so. Ja, das war auf jeden Fall ein großer Arbeitsaufwand. Eigentlich handhaben wir es ja immer so, dass nichts gemacht wird, wenn die Aufnahme beendet ist. Ja, hallo! Hey, du Rambock hier, Junge. Ich muss erstmal meinen Bohrer da unten reinziehen, Alter. Ich hab ganz vergessen, wie das geht, aber bei G, ne? Warte, ja, okay, ich hab's. Flieg mal in das Loch hier rein. An, und da siehst du so eine etwas hellere Fläche. Ja. Die ist ungefähr so schräg da oben und baut das mal ab oder so. Okay. Muss ich noch irgendwas machen, außer dem Bohrer an- und auszumachen? Irgendwelche Staubsauger anmachen? Nee, okay. Musst du drauf achten, gut. Das Ding ist relativ schnell voll. Irgendwie. Ja, ja. Ja, krieg mehr hin. So, jetzt nochmal zum Thema zurück, ja. Sony hat halt das alles neu gemacht, ja. Wie gesagt, der Stationsblock jetzt auch für euch Zuschauer, falls ihr mal das Problem haben solltet. Der Stationsblock, den ihr setzt, der sollte immer gleich im Asteroiden drinne, halb drinne sitzen. Und da klappt es auch mit den weiteren Blöcken, die ihr setzen wollt. Und ja, jetzt gerade haben wir halt das Problem, dass wir überhaupt keine Ressourcen mehr haben. Deswegen sind wir hier jetzt am Minern. Und dann werden wir Stück für Stück die Station ausbauen. Und mal gucken, ob ich für die nächsten kommenden 2-3 Folgen den Bimsi und den Psyker mal wieder dazu bewegen kann, mitzuzocken. Aber ich finde es jetzt auch so eigentlich ganz chillig, mal zu dritt zu zocken, dann ist es alles ein bisschen übersichtlicher. Jeder weiß, was er zu tun hat und so. Und wissen wir das, ja. Ja, also, oh, mega lecker. Das ist schon bedingt, aber wir haben weniger Chaos. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja, das war schon extremes Chaos, die letzten Folgen da. Oh, ich habe hier voll die Mega-Lags, Alter. Okay, jetzt hat sich's wieder eingeleckt anscheinend. Also anscheinend wegen der Miner. Hat sich eingeleckt, jawohl. Ja, eingeleckt hier. So muss so, das sein. So, bohre aus hier. Wo bin ich denn überhaupt hier? Third Person, oh, ich bin schon ganz schön drinne hier. Wir brauchen ja viel von dem roten Zeug eigentlich. Viel Eisen, ja. Eisen. Eigentlich brauchen wir alles, aber gut. Das ist, wie komme ich denn hier jetzt rein? Weil ich müsste abladen eigentlich. Du musst irgendwo auf der Rückseite, ist ein ganz kleines, schmales Loch. Wenn nicht, bohrst du noch ein bisschen frei, das ist kein Thema. Und von da aus kommst du dann in den Hintereingang von unserer Station. Hinteren Eingang. Den hinteren Eingang, ja. Also ich könnte versuchen, die Tür aufzumachen und die andere abzubauen. Vielleicht passt das nicht. Ja, passt das nicht. Schon? Ja, wir müssen uns dran gewöhnen, vom Hintereingang reinzugehen und da auch rauszugehen mit den Schiffen. Yeah. Weil der Vordereingang, den wir jetzt haben, der ist ja nur für Personen. Also dass man da mit dem Schiff reinkommt, wird ja schon kriselig bei den Gates. Deswegen, dass wir den Hintereingang da halt echt... Irgendwie mal ein Bacon draufstellen oder so, Gate 1 oder so, dass wir da halt immer den Anflug haben. Ja, auf jeden Fall ein Beacon hinstellen, auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Licht. Wir brauchen Anzeigen. Ich habe schon versucht, einen Scheinwerfer hier reinzubauen, aber mir fehlen Anzeigen und interne Panzerung. Wann sehe ich denn eigentlich, wann das Teil hier voll ist hier? Produktion, Fraktion. Ich bin im Arsch. Was, warum? Warum? Ich bin in irgendein Loch rein und jetzt glaube ich, bin ich im Arsch. Oh, cool.
That's cool. Hier ist der Sony. Da ist ja mein Freund. Habe ich Eis im. Ach so, Eis im Sauerstoffgenerator. Aber das braucht man ja gar nicht mehr, habe ich irgendwie gehört. Das könnte jetzt bald gepatcht werden. Ja, kann sein. Ich habe in einem Patch habe ich nachgelesen, dass man kein Eis mehr braucht. Aber ist egal, wenn es drin ist, ist es drin. Wäre Schwachsinn. Du brauchst auch den blöden Sauerstoffgenerator nennen. Naja, ich habe so irgendwie in den Patch Notes gelesen, dass die Sauerstoffgeneratoren kein Eis mehr benötigen. Weil ich habe jetzt auch wirklich. Wo braucht man denn sonst Eis? Ich weiß nicht. Ja, gute Frage, keine Ahnung. Irgendwie. Was haben wir da? Kein Plan. Gold, Eisenerz und Nickel. Nickel ist auch gut. Nickel. Ich nehme alles mit, was geht hier. Wir haben hier so einen richtig schönen Opfer-Asteroiden gefunden. Der ist so klein und mini. Opfer-Asteroid. Ja, Mann. Opfer. Opfer. Du Opfer. Du All-Opfer. Haben die Gründerväter mal hier. Uranium und so, ja. Für, nicht, dass uns da was ist Goldene hier? Was ist das Goldene, was so Gold aussieht, so mäßig? Ja, Gold, du Nase. Echt? Das ist Gold? Nice, okay. Ja, gut. Na klar. Ah ja, was weiß ich, Alter. Ich weiß ja nicht, wie die Luft hier im All ist, weißt du? Weil je nach Sauerstoffgehalt in der Luft im All hier ist, die sind die Sachen andersfarbig. Ja, aber wir auch Luft im All haben, ich weiß, Dr. Starman. Ohne Worte. Ohne Worte, ohne Worte. Ohne Worte. Ohne Worte, ohne Worte. Aber naja, nicht jeder hat eine Doktorarbeit geschrieben für das Spiel. Ja, das stimmt. Echt? Das habt ihr nicht? Das stimmt. Nö. Los mit euch, geht raus, geht weg hier, ey. Ja, ich bin nicht mit Nicht-Doktoren. Ins kalte Wasser Professoren. Gesprungen, sozusagen. Ich muss echt immer dabei G rein, oder? Professor, Space Engineer, Med. Mindestens. Philosoph und bla. Was habe ich denn hier noch am Platz auch noch? Ich kann noch 1000 Kubik mitnehmen hier oder wie viel das sein soll. Ja, wenn wir da irgendwie eine Verbindung bauen würden, dass der das in diesen Container reinschubst, aber das geht leider irgendwie nicht. Ja. Also im Moment nicht. Ja, warte mal, das Minerschiff hat allgemein hier keinen Saugknüppel, oder? Nee, ich meine jetzt einfach vom Bohrkopf dann hinten rein in diese in Dings, damit du mehr abbauen kannst. Ach so, dass es direkt ins Lager reingeht, meinst du? Korrekt, weil so baust du ab. Also machst du halt nur den Bohrer voll. Ja, das ist schade, weil was haben wir denn? Denkst du dir, warum fliegt denn so viel Zeug rum und dabei ist dein Bohrkopf voll? Ja, klar. Wir haben jetzt im Inventar, da haben wir einen mittleren Frachtcontainer in diesem Schiff. Sehe ich. Ja, genau. Und den müsste man halt verbinden mit dem Bohrer. Korrekt, weil der mittlere Frachtcontainer, oh, der kann sogar einiges mitnehmen hier. Ja, 80.000 Liter. 80.000. Kleine Rohre machen erstmal, das ist ja eigentlich nicht so dramatisch. Das wäre schon mal ein Fortschritt hier, ein kleiner Schritt für die Menschheit und ein großer Schritt für uns. Keine Ahnung, es kann sein wegen dem Glas oder so. Korrekt. Bohrräume ausmachen. Hast du den Hintereingang gefunden, Starblade? Der ist schon drin. Ja. Bist von hinten rein oder von vorne? Ich komme immer von hinten, ja. Hat er sich von seinem Friseur abgeguckt hier. Muss mal gucken, ob ich den jetzt auch finde. Ich fliege jetzt einmal so Straving-mäßig um den Asteroid rum. Nee, das Loch, der Hintereingang. Ja, es ist. Wird schon wieder gay hier, es ist so hart, ey. Gay, das ist gay. Halt wahr, mein Gott, was willst du machen? Warum steht da Big Mongoose Route 1? Ist es mein Wegpunkt? Das ist dein alter Ego. Das könnte mein. Ah, das ist auch eine Idee. Wenn ich den Hintereingang jetzt finde, dann mache ich mir hier gleich einen Wegpunkt hin. Oh, ich mach mal einen neuen Wegpunkt hier. Oh, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich hoffe es. Nee, jetzt machen wir mal weg. Starblade, wie schwer war es für dich, den Eingang zu finden hier, den Hintereingang? Ja, ich bin so seitlich nebenrum reingeflogen und irgendwann findest du das Loch. Du brauchst auf jeden Fall das Licht, ja. Oh, runter. Warte, wie komme ich denn runter hier mit R? Nee, F? Nee, C. Ach, C war es. Das war schon letztes Mal meine Verpeilung. Ich glaube, das ist irgendwie doch der falsche hier. Oder? Geht's da rein? Ist da der Schlitz? Ich glaube, ich bin drin. Ja, ich bin drin, geil. Naja, das ist sehr gut, weil dann werde ich jetzt nämlich mal, warte mal, K drücken, GPS und den hier, den löschen wir mal. Dann machen wir jetzt einen neuen und den tun wir, nee, warte mal, nicht neu, löschen, neu von aktueller Position, so das Ding nennen wir hier, Hintereingang, ganz easy, Hintereingang. Ja, das freut dich mal wieder, das ist mir klar. So, Hintereingang. Aber du hast recht, das mache ich auch mal. Ja, das ist echt praktisch, weil dann weißt du direkt, wo du hinfliegen musst hier. Korrekt. Und später können wir hier... Ich habe Vordereingang und dann mache ich jetzt den Base-Hintereingang. Ja, genau. Ja, Vordereingang werden wir später ja noch einen Bacon haben. Irgendwie so ein Einflugschneise, Lichter, Dingsbums, Klumps und ja, was. Oh, ich sehe gerade, ich bin hier falsch rum reingeflogen. So, okay. GPS. Und ist die Raffinerie schon am Qualm, ja? Ja, geht. Wir haben halt ziemlich viel Gold, aber wir brauchen den ganzen anderen Kram. Platin und den ganzen Scheiß. Also ich bin erstmal froh, wenn ich ein bisschen Metall habe, dass ich hier ein bisschen konstruktiv Oder Schiffseingang vielmehr. Mitbauen kann.
Schiffseingang, Schiff. So, hier haben wir den guten Assembler, die Refinery. Gut. Das dauert halt ziemlich lange, bis man den ganzen Kram da rausgeholt hat, ne? Ja, Stein, ja. Stein brauchen wir nicht, oder? Nee. Wir haben so viel Stein hier. Dann hätte ich die Steine eigentlich schon direkt aus dem Bau rausschmeißen können. Wäre sinnvoller gewesen. Das wäre noch irgendwie was Gutes, wenn man so ein Dings hätte, so eine Funktion wie, wirklich, es gibt ja so auch diese Teile, mit denen man Sachen wieder rausschmeißen kann. Diesen Extractor oder sowas, keine Ahnung. Okay. Und dass man irgendwie so ein System macht mit Rohren, dass man sagt, Steine werden immer sofort rausgeschmissen an der Seite vom Schiff oder so. Mhm. Sowas wäre halt geil. Vielleicht gibt es auch sowas irgendwie, aber... Eine Sorte meinst du denn, ne? Ja, ja, richtig. Dass du einfach nur das direkt instant rausschmeißen kannst, ohne dass du irgendwelche Probleme hast oder irgendwelche... Oder wird es bestimmt bald geben oder so. Wenn als Mod oder keine Ahnung. Warum kann ich denn das Eis hier nicht reintun in den Sauerstoffgenerator? Das ist ganz komisch. Ich habe hier 1,36k Eis und ich krieg's irgendwie nicht rein, obwohl der Sauerstoffgenerator noch genug Platz hat. Keine Ahnung. Weil hier Sauerstoffgenerator geht's nicht. Ich glaub, du musst den Dings reintun. In Frachtcontainer, was? In diese. Wie heißt denn das nochmal? Da, wo du die Flaschen auch reintust. Ja, Sauerstoffgenerator. Ist das. Vielleicht musst du erst irgendwie das Eis umbauen zu Sauerstoffflaschen und die dann da reintun. Nee. Das Eis bleibt immer so als Klumpen. Du kannst auch nicht in die Raffinerie reintun oder so. Okay. Was habe ich hier noch? FE. FE, komm her. Warum kann ich das nicht droppen, Alter? Ah, jetzt. Ganz cool. Also du bist gerade mit deinem Schiff, ne? Ja, was? Wie? Wo? Wer? Was hast du gefragt? Nee, ich hab Sublet nur gefragt, ob es ein Schiff noch darf. Irgendwie ist beim Drag and Droppen, Alter, manchmal so ein kleiner Delay. Hast du es auch gespürt, Sublet? Nee. Du, Sony? Ich kenn allgemein so einen kleinen Delay dabei, aber also jetzt nicht spezifisch, aber ja. Ja, das war schon gerade was, 1-2 Sekunden, ey, bis er angenommen hat, dass ich das gedroppt habe. So, jetzt haben wir hier noch Nickelerz hier, die Raffinerie ist gleich voll. So, jetzt habe ich Nickelerz runtergedroppt, jetzt müsste das doch auch reinschieben. Ist denn der ganze anderen Kram? Ey, ich brauche unbedingt einen Sensor oder so, damit man mal weiß, was wir überhaupt abbauen. Ja, das wäre auch geil. So, jetzt hat er es genommen. Nice. Ja, ganz, ganz komisch hier. Ganz komisch. Mein Eisen haben wir hier mehr als genug irgendwie. So, das ist so schon. Eisenerz, jawohl, ja. Weil das hier sieht nach Silizium aus oder so. Nee. Oder? Keine Ahnung, wie Silizium aussieht. Boah. Kann ich dir nicht so wirklich sagen. Ich habe einen Unfall gebaut. Ehrlich? Cool. Oh. Ich hab mein Schiff Starblade. Wie ehrlich jetzt? Komplett geschrottet, ja? Ach stimmt, apropos Schiff. Ich muss auch noch ein Schiff auseinander flexen. Oh nein. Ist es nicht mehr zu retten? Ich habe mir Dings kaputt. Oh. Jetzt geh doch mal da rein hier. Das gibt's doch nicht. Was ist das hier? 8 Sekunden keine Meldung vom Server erhalten. GZ. Oh, bei mir auch. Sony? Sony? Sony! Sony? Oh Gott. User in your channel timed out. Ja, Server down. Der Server Host hat das Spiel verlassen. Ich hoffe doch, er hat's gespeichert. Nee, ich glaub nicht. Ah! Deswegen ist mein Schiff wieder heile. Geil, Alter. Ja, super geil, super geil. Ey, da war der meiner Weg jetzt erstmal umsonst, Leute. Ja. Aber damit können wir ja die aktuelle Folge beenden, ne? Ja, wir sind auch am Folgenende angekommen. So langsam, so langsam. Ich will jetzt noch mal gucken, ob der werte Herr wieder zurückkommt und ein Statement abgibt, warum seine Telekom so scheiße ist. Aber, naja. Telekom, das teuerste Unternehmen in Deutschland, was Internet und Telefon anbietet. Und dann, User entered your channel. Gute! Ja, ja. Was geht? Was geht? Hast du automatisches Speichern an? Ich hab gespeichert. Ehrlich? Ich bin auch noch drinnen, bei mir ist der nicht rausgegangen. Geil, geil, sehr geil. Ja. Ja. Wie hat mein Internet gemeint, er macht mal einen Restart so. Okay, okay, cool. Okay. Ah, hast du diesen DC gehabt, ja? Ja, aber der sollte eigentlich morgens um 4 sein und nicht um diese Uhrzeit. Naja, passiert, wir sind auch am Folgenden angekommen. Das ist schon mal gut, ey, habe ich mir gerade den Schweiß von der Stirn weggewischt, dass du das gespeichert hast, weil sonst wäre alles umsonst gewesen, was ich jetzt gemacht habe. Ja, als ich das gehört habe und du abgebrochen hast, habe ich instant auf Speichern gedrückt schon mal. Ja, Mann, nice, sehr gut gehandelt. Und ja, liebe Zuschauer, dann sind wir jetzt echt am Ende angekommen. In der nächsten Folge geht's weiter, da werden wir die
Ja, die Ressourcen beschaffen, die wir brauchen, das Ding weiter ausbauen, eine Decke reinzaubern, da werde ich mich wahrscheinlich dran machen, dass das Ding dicht ist, dass wir Sauerstoff da drinnen reinpumpen können und der dann nirgendwo rausfliegt, dass wir dann hinten dann Beacon ranmachen, vorne ein Beacon und so weiter und so fort. Es erwartet uns immer noch sehr, sehr viel Arbeit. Wie gesagt, Däumelein nach hoch, wenn euch die Folge amüsiert hat oder einen Kommentar lassen. Könnt alles reinschreiben, was ihr wollt. Ich antworte eigentlich überwiegend auf jeden Kommentar, der nahezu sinnvoll ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Space Engineers am Freitag. Genossen, haut rein. Bye, bye. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüss. Ach, deine Mutter, ich renne jetzt auf den Torwart drauf. Oh, der Ball ist im Rollen. Oh. LOL! LOL! Schieß rein, bitte, mach was! Ja, Mann, bitte! 9, 8, 7, Ausgleich! Nein, 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 Tor! Oh, was? Tor! Nein, Tor! Er verfehlt! I wonder what you got for me.